Eine Parodontitis ist eine Enzymviertelndung des Zahnhalteapparats, die unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen FA-Einviertelren kann. In diesem Video werden wir uns genauer mit den möglichen Folgen einer unbehandelten Parodontitis befassen. 1. Verlust von Zahnenen. Eine der offensichtlichsten Komplikationen einer unbehandelten Parodontitis ist der Verlust von Zahnenen. Die Enzymviertelndung des Zahnfleisches und des Kieferknochens FA-Einviertel-HRT dazu, dass das Gewebe um die Zahne herum geschwarzt wird. Dadurch kann ihn die Zahne ihren Halt verlieren und letztendlich ausfallen. Dies kann nicht nur das Aussehen des Gebisses beeinträchtigen, sondern auch die Funktionalität beim Kauen und Sprechen beeinträchtigen. 2. Knochenabbau im Kiefer. Die Enzymviertelndung, die mit einer Parodontitis einhergeht, kann auch zu einem Abbau des Kieferknochens FA-Einviertelren. Dies kann dazu FA-Einviertelren, dass das Gesicht an Knochenmasse verliert und die Konturen wäre ändert. Darüber ein Viertel BER hinaus kann ein fortschreitender Knochenabbau im Kiefer zu weiteren Zahnverlusten FA-Einviertelren, da die Zahne nicht mehr ausreichend Gesta-Einviertel-TZT werden. 3. Infektionen und Abszesse. Eine unbehandelte Parodontitis schafft ideale Bedingungen FA-Einviertelr das Wachstum von Bakterien in der Munderhalle. Diese Bakterien können sich in das umliegende Gewebe ausbreiten und zu Infektionen FA-Einviertelren. In schweren FA-Len können sich Abszesse bilden, die mit starken Schmerzen, Schwellungen und sogar Fieber verbunden sein können. Eine Infektion kann sich auch auf andere Bereiche des Körpers ausbreiten und zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen FA-Einviertelren. 4. Herzerkrankungen. Studien haben gezeigt, dass es eine Verbindung zwischen unbehandelter Parodontitis und Herzerkrankungen gibt. Die Enzymviertelndung in der Munderhalle kann dazu FA-Einviertelren, dass Bakterien in den Blutkreislauf gelangen und sich in den Blutgefäßen ablagern. Dies kann zu Plaquebildung, Verengung der Blutgefäße und letztendlich zu Herzproblemen FA-Einviertelren. Es ist daher wichtig, eine Parodontitis FA-Einviertel zeitig zu behandeln, um das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. 5. Diabetes. Menschen mit Diabetes haben ein höheres Risiko FA-Einviertelr Parodontitis und umgekehrt kann unbehandelte Parodontitis auch das Risiko von Diabetes erhöhen. Die Enzymviertelndung im Mund kann den Blutzuckerspiegel destabilisieren und die Insulinempfindlichkeit beeinträchtigen. Dies kann die Kontrolle des Diabetes erschweren und zu Komplikationen FA-Einviertelren. Durch die Behandlung der Parodontitis kann nicht nur die Mundgesundheit verbessert, sondern auch das Risiko von Diabetes-Komplikationen reduziert werden. 6. Schwangerschaftskomplikationen. Schwangere Frauen mit unbehandelter Parodontitis haben ein höheres Risiko FA-Einviertelr Komplikationen wie FA-Einviertelgeburten, niedriges Geburtsgewicht und Präeklampsie. Die Bakterien und Enzymviertelndungen in der Munderhalle können in den Blutkreislauf gelangen und den Fatus gefährden. Es ist daher wichtig, Parodontitis FA-Einviertel zeitig zu behandeln, um das Risiko von Schwangerschaftskomplikationen zu reduzieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine unbehandelte Parodontitis zu schwerwiegenden Komplikationen FA-Einviertelren kann, die nicht nur die Mundgesundheit, sondern auch die allgemeine Gesundheit beeinträchtigen können. Daher ist es wichtig, regelmäßig zur Zahnuntersuchung zu gehen und bei Anzeichen einer Parodontitis schnellstmöglich einen Zahnarzt aufzusuchen. Die rechtzeitige Behandlung kann nicht nur Zahnverlust verhindern, sondern auch das Risiko von anderen gesundheitlichen Problemen reduzieren.